Immer mehr Schulden gibt es auf der Welt. Aber wo ist das Problem? Staaten könnten doch Schulden machen ohne Ende und müssten sie auch nicht zurückbezahlen, wenn die Notenbanken endlich kommen würden und die Staatsschulden alle aufkaufen würden. Dann wären alle Probleme gelöst. Das sagt zumindest eine neue Theorie, eine Theorie, die gerade sehr angesagt ist. Und zwar die Modern Monetary Theory. Die schauen wir uns heute mal an und hinterfragen die auch mal. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Staatsschulden weltweit sind stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und das macht vielen Leuten Angst, nicht nur den Anlegern. Man fragt sich natürlich, wo führt das alles hin, wo endet das? Und es gibt jetzt aber eine ganz neue Denkschule und diese Leute sagen, warum denn die ganze Panik mit den Schulden? Warum regen sich alle so auf? Das ist doch alles Quatsch. Das Einzige, was wir bräuchten, das ist, dass die Notenbanken endlich wieder mit den Staaten zusammenarbeiten. Dann könnten die Staaten nämlich Schulden aufnehmen, so viel sie nur bräuchten. Und die Notenbanken würden diese Schulden einfach aufkaufen. Also die Schuldpapiere, die Anleihen, was auch immer. Und man hat ja gesehen, in den letzten Jahren, dass das geht. Und wenn man das jetzt immer so machen würde, konsequent, dann hätten die Staaten immer genug Geld und ein Staat könnte auch nie pleite gehen. Wir wären also in der besten aller Welten. Klingt doch eigentlich ganz gut. Und die Leute, die das sagen, das ist jetzt noch nicht der Mainstream der Wirtschaftswissenschaftler, aber trotzdem, man hört es natürlich immer öfter. Und das sind schon durchaus im weitesten Sinne Experten, sind aber auch oft Journalisten und Blogger. Und es sind natürlich auch Politiker, die sowas sagen. Die findet man vor allem bei den Demokraten in den USA, in der neuen jungen Generation und da im linken Flügel. Die haben nämlich ganz große Probleme, was der Staat noch alles machen soll da. Und ist natürlich nicht ganz einfach bei der Staatsverschuldung in den USA, die ist sowieso schon hoch. Aber dafür hat man jetzt ja eben die Lösung, nämlich die Notenbank, die soll immer Geld drucken für den Staat und damit sind wir aus dem Schneider. Das Ganze hat auch einen Namen, nämlich die Modern Monetary Theory. Da schwingt mit natürlich modern. Also auf der Höhe der Zeit. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, für mich klingt das jetzt aber nicht so seriös, dann wird damit natürlich praktischerweise auch gleich unterstellt, dass Sie dann wahrscheinlich eben nicht so modern sind, sondern offensichtlich noch so einem alten Denken verhaftet, das jetzt nicht mal so zeitgemäß ist. Der typische Einwand von Kritikern ist natürlich der meistens, der erste Einwand, naja, wenn man jetzt die Geldpresse wieder anwirft und für den Staat Geld druckt, dann geht irgendwann mal die Inflation durch die Decke. Und da sagen die Vertreter von der Modern Monetary Theory aber auch ganz locker, ist doch nicht so. Das haben wir doch gesehen. Haben wir doch gesehen in Japan oder haben wir auch gesehen bei uns nach der Finanzkrise. Es gibt doch kaum Inflation, trotz dem ganzen Notenbankgeld. Und wenn die Inflation wirklich mal steigen würde, dann hebt der Staat einfach die Steuern an und zieht damit das Geld, das zu viel ist, wieder aus dem System raus. Also auch alles kein Problem. Und da kann man nur sagen, ja, wäre ja sehr schön. Dann hätten wir ja eine Geldquelle, zumindest für die Staaten, eine Geldquelle, die nie versiegt. Aber was würde das heißen? Fangen wir an mit der Frage, was sind denn Schulden? Ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Ich mache es jetzt aber einfach mal ganz kurz am konkreten Beispiel. Nämlich nehmen wir einfach mal mich. Also Schulden sind grundsätzlich ja immer erstmal toll, weil man hat dann erstmal viel Geld in der Tasche und man fühlt sich gut. Mir persönlich geht es jetzt nicht schlecht, aber es ist natürlich vom Lebensstandard her immer alles ausbaufähig und deswegen könnte ich auch sagen, ich leihe mir jetzt mal ganz viel Geld von der Bank. Machen wir mal nicht klein-klein, sondern ich denke jetzt mal in großen Dimensionen, ich will 50 Millionen Euro. Wäre schon ein ganz anderes Lebensgefühl dann.
Dann ist aber völlig klar, dann sagt mein Bankberater erstens, ja, haben Sie denn entsprechende Sicherheiten? Da sieht es schon mal gar nicht so gut aus. Und zweitens sagt er, wie wollen Sie das denn zurückzahlen? Das fragt er tatsächlich. Das fragt er zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland nicht. Aber mich fragt er das. Wie wollen Sie das zurückbezahlen? Und dass es so funktioniert, das ist der gute alte Kredit, das sind die guten alten Schulden, so wie es eigentlich immer war. Wer Geld leihen will, braucht Bonität. Und derjenige, der das Geld verleiht, der will es tatsächlich irgendwann mal auch zurückhaben, mit Zins sogar. Oder er will zumindest irgendwas in der Hand haben dafür. Und das ist auch sein gutes Recht. Und das ist das Wesen von Kredit und es ist auch das Wesen von Geldschöpfung eigentlich, weil Geldschöpfung basiert normalerweise auch auf Kredit und damit basiert sie eben auch darauf, dass irgendwer irgendwann mal eine Bonitätsprüfung gemacht hat. Also die Bank, der Anleger, der Anleihekäufer, wer auch immer, die schätzen ein, bin ich solide, kann man mir Geld geben und wenn ja, wie hoch ist das Risiko? Das heißt, die kontrollieren mich auch als Schuldner in gewisser Weise, ist in meinem Fall sehr schade, aber an sich, die Kontrollfunktion, die jetzt die Bank ausübt oder der Finanzmarkt ausübt und die Einpreisung von dem Risiko bei der Geldvergabe, die ist natürlich wichtig, sonst würde das Ganze eigentlich nicht funktionieren. Die Staaten haben es da sowieso schon einfacher, weil die Staaten, die nehmen ja sowieso schon in Anspruch für sich, uns gibt's ewig und wir haben immer Zugriff auf Vermögen, nämlich auf das Vermögen unserer Bürger. Aber wenn ein Staat das dann auch noch aushebelt, wenn er sich grundsätzlich nicht mal über den Markt finanziert, wenn er sich damit ja auch dieser Kontrollfunktion des Marktes entzieht, dann ist er sowieso schon was faul. Dann will er offenbar über seine Verhältnisse leben. Und das geben die Vertreter von der Modern Monetary Theory ja auch zu, insgeheim. Darum geht es ja auch am Ende. Der Staat soll sich ja deswegen über die Notenbank finanzieren, damit er wirklich über seine Verhältnisse auch leben kann. Nur die Behauptung, dass das nichts ausmacht, dass es darauf dann auch nicht ankommt, wenn er sich über die Notenbank finanziert, das ist schon sehr fragwürdig. Man kann jetzt zwar sagen, dass es sowieso schon so läuft, momentan. Stimmt auch zum Teil. Also es gibt ja eine extrem expansive Geldpolitik, zum Beispiel in Japan oder auch in der Eurozone jetzt. Und US-Notenbank, die war jetzt auch lange expansiv und die lockert jetzt ja auch schon wieder. Ich bin hier auch gar nicht der harte Notenbankenkritiker. Also hier auf YouTube sind ja die meisten ganz harte, scharfe Kritiker von den Notenbanken. Bei mir ist es im Grunde nicht so. Also ich bin nach wie vor der Meinung auch, dass so eine expansive Geldpolitik mal notwendig sein kann und auch mal gut sein kann, aber eben nur in bestimmten Situationen, also in scharfen Krisen, in scharfen Deflationsphasen. So wie es jetzt ist, ist das Ganze ein bisschen fragwürdig. Aber was wir jetzt im Moment natürlich sehen, wir sehen ja, die Notenbanken gehen ja sowieso schon aggressiv vor, momentan, jetzt schon. Und wenn man aber auch noch eine Konstellation hätte, wie sich's die Leute vorstellen von der Modern Monetary Theory, dass die Notenbank dann auch nicht mal mehr unabhängig ist vom Staat, sondern dass die dann sozusagen nur noch eine Unterabteilung wäre vom Finanzministerium, die dann Geld druckt, wirklich auf Wunsch. Dann dürften wir irgendwann mal, würde ich sagen, schon an einen Punkt kommen, wo das Geldwesen wirklich in Gefahr ist. Weil es kann sich jeder denken in dem Moment, wir haben hier ein Geldsystem, das ist von vornherein angelegt auf Missbrauch. Wir dürfen nie vergessen, auch heute nicht, Geld ist am Ende eine Konvention. Es muss Vertrauen da sein im Geldsystem. Und der Staat kann nicht erwarten, dass der private Sektor, und das sind wir alle,
dass wir immer für alle Zeiten schuften und unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen und unsere echten Güter und Werte anbieten und dass der Staat das dann aber immer alles nur mit der Druckerpresse zahlt. Also nicht mit Geld, das wir ihm leihen, weil er für uns vertrauenswürdig ist noch, sondern mit Geld, das er immer selbst druckt. Das wird eine Zeit lang vielleicht funktionieren, aber es wird nicht immer funktionieren. Und wenn es nicht mehr funktioniert, wenn das Vertrauen dann weg ist und wenn die Inflation dann kommt, dann glaube ich auch nicht, dass es die Staaten dann schaffen werden, dass sie das Geld wieder schnell genug und ausreichendem Umfang rausnehmen aus diesem System. Weil damit würden sie auch die Wirtschaft bremsen und das macht man dann ja doch nicht. Es ist doch immer so, schon jetzt. Wir haben doch immer das Gefühl, die Lage war noch nie so schlimm wie jetzt und wir können uns keine Krise leisten. Und die Lage ist doch immer so, der Staat muss unbedingt mehr Geld ausgeben anstatt weniger. Genau jetzt, jetzt im Moment, genau jetzt für die wichtigen Themen, die wir jetzt immer haben. Also es wird nicht funktionieren, genauso wie es heute nicht funktioniert. Nur dann, wenn wir dann so ein System haben, dann wird es natürlich erst recht schlimm in dem Moment, weil dann ist viel zu viel Geld da und das Vertrauen ist aber weg. Es gibt, wie gesagt, das Argument, dass wir ja heute auch kaum Inflation haben, obwohl die Geldpolitik ja sehr expansiv ist seit Jahren. Das stimmt aber so nicht, das wissen wir auch alle. Also wir haben durchaus Inflation momentan. Wir haben wenig Inflation bei den Verbraucherpreisen, aber dafür haben wir, und das wissen wir ja, dafür haben wir die Vermögenspreisinflation, eine sehr starke Vermögenspreisinflation. Zum Beispiel bei Immobilien. Immobilien, die vermeintlich letzte sichere Geldanlage, die sind hochgegangen, die Preise. Wir haben also durchaus Preisverzerrungen und Verwerfungen dadurch durch die Geldpolitik momentan und auch neue Probleme. Also ganz so einfach ist es nicht. Was schon stimmt an der ganzen Sache, das ist, dass das Wachstum und damit die Inflation in den reichen Ländern momentan noch relativ schwach ist, trotz dieser stark expansiven Geldpolitik, was uns auch zu denken geben sollte. Und wir sehen daran aber auch, dass wir offenbar wirklich starke Strukturprobleme haben in den reichen Ländern und dass diese Strukturprobleme anscheinend auch Probleme sind, die man allein mit billigem Geld wohl nicht wegbekommt. Oder vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht werden diese Strukturprobleme ja sogar noch verstärkt und verlängert, dadurch, dass man sie nicht sehen will und dadurch, dass man sie nicht angehen will und dass man sie lieber mit billigem Geld zukleistert. Momentan die Lage in Japan oder Eurozone ist vielleicht wirklich eine Sondersituation, in der sich expansive Geldpolitik noch nicht so stark auf die Verbraucherpreise auswirkt. Aber wenn man in die Geschichte schaut, es ist trotzdem so, als wenn es wirklich so kommt, dass Staaten den Geldbedarf, den sie haben, finanzieren, hauptsächlich mit der Notenpresse, dann geht das auf Dauer so gut wie immer schief. Bestes Beispiel Hyperinflation, erste Jahre der Weimarer Republik. Da hat man es genauso gemacht und dadurch hat man dann auch nach dem Krieg ein paar Jahre Vollbeschäftigung gehabt. Aber irgendwann war das Ganze eben vorbei und das hat man auch nicht mehr stoppen können. Wenn das Vertrauen mal weg ist, dann ist es einfach weg. Und darum muss man sagen, man muss es wirklich sagen, wenn jemand kommt und wenn jemand behauptet, Staatsfinanzierung über die Notenbank, das sei kein Problem, sondern im Gegenteil, das sei die Lösung unserer Probleme und das müssten wir endlich so hinbekommen, dann ist das schon sehr leichtfertig. Und wenn jemand mit solchen Heilslehren ankommt, und das wird sich wahrscheinlich häufen die nächsten Jahre, dann sollten wir da sehr sensibel reagieren, sowohl als Anleger als auch als Wähler und als ja, Bürger. Ein Aspekt noch an dem Ganzen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Modern Monetary Theory in den USA hochgekommen ist, also in einem reichen Industrieland. In den USA hat man nämlich in den letzten Jahren gesehen, dass man mit viel durchkommt.
was die Geldpolitik betrifft und was die Verschuldung betrifft. Man ist damit durchgekommen. Und darum ist man da wahrscheinlich auch relativ leichtsinnig momentan mit solchen Theorien. Die sagen zwar von der Modern Monetary Theory, dass man das in jedem Land machen könnte, wenn das Land eine eigene Notenbank hat, aber das ist ganz sicher nicht so. Ich glaube zum Beispiel, in den USA würde es eine Zeit lang gut gehen, aber wenn das Zimbabwe macht zum Beispiel, wenn die sagen, wir machen das auch so, dann wäre da natürlich sofort die Hölle los, etwa sofort Panik, Kapitalflucht und so weiter. Und das liegt auch daran, und das habe ich hier auch schon oft gesagt, die Anleger messen Schwellenländer und reiche Länder mit zweierlei Maß. Die einen haben den Bogen möglicherweise schon längst überspannt und am Markt will man es aber nicht sehen, man geht am Markt drüber hinweg. Und bei den anderen, bei den Schwellenländern, ist man aber teilweise sogar überkritisch. Ich sehe das so, ich glaube aber auch, und das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube auch, dass gerade das, dass man den Schwellenländern viel weniger durchgehen lässt, dass das langfristig ein Vorteil ist für die Emerging Markets, weil der Markt sie eben zwingt zu fiskalischer Disziplin und weil er sie hart abstraft dafür, wenn sie nicht solide sind. Und am Ende ist es aber ein Punkt, der für die Schwellenländer spricht, wenn man Anleger ist. Das hier ist eine von meinen Lieblingsgrafiken. Grün, die Staatsverschuldung der reichen Industrieländer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Blau, die Emerging Markets. Es ist wirklich so inzwischen, die Schwellenländer sind heute im Durchschnitt die solideren Länder bei der Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. In den Industrieländern ist die Staatsverschuldung fast doppelt so hoch im Hinblick auf die Wirtschaftsleistung als in den Schwellenländern. Natürlich gibt es unter den Schwellenländern auch Unterschiede. Es gibt auch da Länder, die natürlich relativ hoch verschuldet sind. Es gibt aber auch Länder, die besonders niedrig verschuldet sind. Und davon, von diesen Ländern, da stellen wir Ihnen ein paar vor im Zukunftsmärkte-Report. Nächste Woche Porträts von Schwellenländern, die besonders niedrig verschuldet sind, die bei der Staatsverschuldung sehr solide sind und zwar deutlich solider als die westlichen Länder. Und der Zukunftsmärkte-Report, den können Sie gratis kriegen, den kriegen Sie regelmäßig gratis auch per E-Mail. Einfach anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Soweit, so gut. Schulden, Krisen, Geldpolitik, das sind alles spannende Themen, Themen, über die wir hier auch noch viel sprechen werden, glaube ich. Ich überlege zum Beispiel, ob ich demnächst mal Japan mache als Thema in dem Zusammenhang. Also, wie läuft es denn eigentlich so in einem Land, das höher verschuldet ist zum Bruttoinlandsprodukt als Griechenland und wo wir seit 20 Jahren Nullzinspolitik haben und wo am Aktienmarkt sogar die Notenbank der größte oder zweitgrößte Investor ist und so weiter. Also so eine Situation, wie funktioniert so ein Land noch und droht uns das vielleicht auch mal so ein Zustand? Also Themen gibt es genug, Ideen für Themen. Sie können uns ja auch gern selbst Anregungen unten noch dazu schreiben. Das würde mich sehr freuen. Mich würde es auch sehr freuen, wenn Sie das alles weiterverfolgen mit uns. Am besten Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren und dabei nicht vergessen, beim Anmelden dann auch immer gleich die Glocke drücken. Dann wissen Sie auch, wenn neue Beiträge da sind. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis bald vielleicht, bis demnächst und wie immer, danke fürs Zuschauen.